Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Homebrew-Folge. Ich habe euch wieder drei Spitzentitel mitgebracht. Was alles dabei ist, erfahrt ihr nach dem Intro. Als erstes Spiel habe ich euch Deep Dungeon mitgebracht. Und ja, wie der Name schon andeutet, ist das so eine Art Dungeon Crawler, sage ich mal, wo ihr euch eine Party zusammenstellt und entsprechend dann auch Schätze euch holt und natürlich auch Gegner bekämpft. Also alles ganz klassisch. Aber ich finde, es ist halt wirklich richtig gut gemacht worden. Zuerst könnt ihr halt eure Party zusammenstellen hier aus drei verschiedenen Sachen. Wie ihr seht, wird dann gewürfelt. Okay, gut. Ich glaube, ich würde hier eher nochmal neu würfeln, weil ein Krieger braucht jetzt nicht unbedingt Intelligenz, sondern eher Stärke, würde ich sagen. Mal gucken, ob wir es diesmal hinkriegen. Ja, ist auch nicht so viel besser, aber immer noch besser als nichts. So, ich will das ja auch nicht großartig in die Länge ziehen, wie ihr gesehen habt. Ihr habt dann verschiedene Versuche, entsprechend das zu machen. So, das ist der Panda. So, dann haben wir hier als nächstes, würde ich sagen, ein Cleric. Also könnt ihr auch immer auswählen, ob männlich oder weiblich. So ein bisschen zum Heilen. Ne? Es ist, denke ich mal, nicht verkehrt. Ja, ist ein bisschen stark, aber Wisdom, das passt eigentlich. So, wie nennen wir den? Ich mache hier einfach mal random. Das ist der Olaf. Ne? Der Olaf. Und dann brauchen wir noch ein bisschen was zum Schaden machen. Ich würde sagen, dann nehmen wir einfach mal einen Dieb. Und gucken, ja, Dexterity und Stärke, ja, passt, denke ich mal. Ne? Also wie ihr seht, stellt ihr euch so eine kleine Party zusammen und dann werdet hier entsprechend hier erstmal in das Spiel reingeworfen. Wie ihr seht, es sieht natürlich sehr abstrakt aus und hier seht ihr auch schon eine Besonderheit. Und zwar bewegt ihr hier euch immer so stückweise. Ne? Also ihr seht, ihr bewegt euch so von Kästchen zu Kästchen. Ihr müsst euch überlegen, als ob das ganze Spiel mit so einem Schachbrettmuster, sage ich mal, überzogen ist. Und jeder Zug ist quasi auch ein Spielzug. Und das werden wir gleich sehen, wenn die Gegner da sind. Die bewegen sich dann quasi auch. Also wenn ihr stehen bleibt, dann bleiben auch alle anderen stehen. Sobald ihr euch bewegt, bewegen sie sich auch einen weiter. Entsprechend, wie ihr sehen könnt, haben wir hier dann im Prinzip hier drei Wege. Einmal in der Stadt, wo wir shoppen gehen können. Dann einmal das Camp, wo wir speichern können. Oder der Dungeon. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal kurz in den Dungeon. Das Spiel ist definitiv nicht einfach. Aber in seiner einfachen Grafik und Technik, sage ich mal. Ihr hört seine Musik, die passt alles, ist alles wunderbar. Ist das schon ganz cool. Ihr seht, hier könnt ihr dann entsprechend wieder rausgehen, theoretisch. Aber wir wollen ja in den Dungeon, also wollen wir runtergehen. So sind hier die Sachen entsprechend aufgebaut. Ihr könnt natürlich hier auch dann entsprechend so ein bisschen erforschen gehen. Ist natürlich, wie ihr seht, an der Sprache alles auf Englisch, leider, was ja relativ üblich ist, aber ein paar einfache englische Sätze, das geht hier eigentlich. Also da ist die Schublade voller Käfer. Hier haben wir natürlich so ein paar Bücher, die wir untersuchen können. Ne? Und hier, wenn wir sehen, oh, es ist ein Geheimgang. Hier können wir rein. Mal gucken, ob wir was Cooles finden. So, und hier sehen wir jetzt hier Skelette und Fledermäuse als Gegner. Und ihr seht, wir bewegen uns nicht, also bewegen die sich jetzt hier auch nicht. Aber wenn wir uns hier ein Feld bewegen, bewegen die sich auch. Das können wir natürlich dann entsprechend nutzen, um Gegner zu umgehen oder auch nicht. Ich will euch jetzt einmal das Kampfsystem zeigen, deswegen lasse ich es jetzt hier mal auf einen Kampf gehen. Kämpfe allgemein sind nicht sehr leicht, muss ich sagen. Also, wenn ihr da nicht aufpasst, dann könnt ihr da ziemlich schnell einen auf die Mütze bekommen, sage ich mal. Und es geht halt zum klassischen, ich sag mal fast JRPG-Modus hier ab. Und zwar, gucken wir mal, wen wir angreifen. Ich würde sagen, den unteren, weil ich denke, meine Bogenschütze, weniger Rüstung, werden wir wahrscheinlich eher mal weggewämst haben. Wie ihr seht, ist das dann relativ statisch. So, also, wir greifen an und zwar auch denselben natürlich. Heilen oder sowas müssen wir ja noch nie machen. Ja, wie zu erwarten war, der Cleric, der ist jetzt nicht so nicht so der Kampfexperte. Oh, die schlagen beide vorbei.
Das ist natürlich, ne, ist natürlich typisch, aber auch die schlagen vorbei. Ist natürlich typisch rollenspielmäßig, wird das hier natürlich im Hintergrund alles entsprechend ausgewürfelt. Ist ganz klar. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier mit dem Kampf einigermaßen gut rauskommen. Wie ihr seht, also die Kämpfe ziehen sich auch schon mal. Aber ich bin ganz froh, dass hier beide auch immer daneben schießen. Okay, eine haben wir schon erledigt. Ja, also Sinn ist natürlich hier, die ganzen Dungeons zu erkunden und immer entsprechend weiterzukommen. Von der gesamten Technik und so weiter finde ich es eigentlich sehr schön, weil hier wird irgendwie nicht versucht, großartig irgendwie was ganz Komplexes irgendwie einzubauen, sondern es ist einfach und das ist vollkommen in Ordnung. Und das Spiel feiert diesen Stil und das macht hier viel aus. Übrigens, wie immer, habe ich natürlich unten in den Videobeschreibungsfeld entsprechend mal gucken, ob wir. Ah, wir hätten uns hier vielleicht ein paar Heiltränke und sowas auch besorgen können. Ja, auf jeden Fall die ganzen Links zum Download habe ich euch unten natürlich entsprechend ja, verlinkt. Und wie ihr seht, ist wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen, dass hier der Cleric uns abkackt, aber. Ist anscheinend doch nicht so. Mal gucken, ob wir hier einigermaßen rauskommen. Irgendwie schlagen wir hier alle derzeit so ein bisschen daneben. Ich skippe das jetzt einfach mal ein bisschen durch. Ist natürlich hier Level 1 Kampf, ne? Wir sind noch nicht großartig aufgelevelt. Okay, gut. Unser Klebig ist gestorben. Wie gesagt, Kämpfe sind nicht einfach. Ne? Also da müsst ihr wirklich sehr stark aufpassen. Natürlich dann auch einigermaßen equipped reingehen. Ich wollte es euch halt schnell so das Wichtige zeigen. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Ich gucke mal, ob wir hier. Ich glaube, wir sterben hier schon. Aber ja, ich hoffe, ich habe euch einen guten Eindruck bei dem Spiel hinterlassen. Und ich würde sagen, wir gehen zum nächsten. Und das nächste Spiel ist ein ganz besonderes, und zwar Nightmare of the Ninth King. Und wie ihr vielleicht schon so ein bisschen von der Aufmachung seht, ist das so ein bisschen ein Castlevania-mäßiges Spiel. Ihr seht, ihr habt hier zwei Charaktere, mit denen ihr das Abenteuer bestreiten könnt, die auch zwei unterschiedliche Kampagnen sogar haben und unterschiedliche Fähigkeiten haben. Ich zeige euch hier mal den Ritter. Da habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen am meisten irgendwie, mit dem, so ein bisschen meinen Spielstil, sage ich mal. Ja, wie ihr seht, die ganze Übersichtskarte und sowas, das erinnert sehr stark an Castlevania und natürlich hier auch entsprechend die ganzen Übersicht. Ihr habt natürlich hier auch so ein bisschen, die Hilfetexte am Anfang natürlich und ihr habt Lampen entsprechend, wo ihr halt eure Munition herbekommt und so weiter. Was hier habt, dieser Ritter hier, der hat eine Dash-Funktion. Und zwar könnt ihr hier dann so rübergehen. Und zwar ist das, indem ihr nach unten drückt und dann halt den Sprungtrick. Das ist ein bisschen fummelig am Anfang, aber man gewöhnt sich erstaunlich schnell dran, muss ich sagen. Ne, Kämpfe, wie ihr seht, sind natürlich alles ganz normal. Auch die Umgebung und so weiter. Wie gesagt, ich muss euch nicht sagen, welches Spiel hier so ein bisschen als, als Pate, als Vorbild stand. Legt auch später denn auch ziemlich Wert auf die Erkundung und so weiter. Also es ist wirklich so eine Art Castlevania, Metroidvania artmäßig. Und guckt euch das mal an. Also ich bin ja sehr begeistert, was es da mittlerweile wirklich so an Spielen mittlerweile alles gibt. Muss mal gucken, ob ich da rüberkomme, genau. Und deswegen ist auch, finde ich, so ein bisschen, habe ich so mitbekommen, dass diese Diskussion, dass dieses Genre Gameboy Homebrew gar nicht mehr so Homebrew-mäßig alles bezeichnet, sondern dass es eher so ein bisschen als Indie-Spiele irgendwie bezeichnet. Und das finde ich auch wirklich so. Weil so ein Spiel wie das hier, finde ich, das hat definitiv irgendwie nichts mit keine Ahnung, ich bastel mir mal so ein bisschen kurz was zusammen irgendwie zu tun. Das ist schon ein, sage ich mal, relativ professionelles Gameboy-Spiel. Wenn das hier damals für den Gameboy Color erschienen wäre, wäre das wahrscheinlich echt nicht schlecht angekommen. Kann ich mir zumindest vorstellen. Also hier stimmt halt einfach alles. Die Grafik stimmt, ihr seht es, ihr hört es als Sound. Zeitlich aufgepasst. da passt, etc. Also, was es da wirklich an tollen Sachen
wirklich momentan rauskommt. Das ist ganz, ganz faszinierend. Und ja, also wie gesagt, wenn ihr so ein bisschen auf Castlevania steht, kann ich euch dieses Spiel nur wärmstens empfehlen. Es gibt auch eine Demo von dem Spiel. Also ihr müsst nicht gleich die 6 Euro oder 6,66 Dollar ist es ja eher bezahlen, sondern ihr könnt euch auch erst die Demo hier runterladen und erst ein bisschen spielen, ob euch das Spiel gefällt. Ich persönlich finde, jo, es passt definitiv. Von daher, ja. Wie gesagt, ihr werdet hier am Anfang so ein bisschen durch das Tutorial gezogen. Ich sollte vielleicht nicht doppelt draufklicken, dass wir jetzt zu viel Text haben. Aber ich hoffe, euch hat so ein bisschen der Grundeindruck von dem Spiel gefallen, auch wenn ich mich hier ein bisschen blöd anstelle. Die Sache ist halt, die Unterschiede zum Beispiel von der Bewegung. Hier der Ritter, der kann halt hier so im Flug dashen, sage ich mir, um halt so Stachel abgründig hier zu überwinden. Und die andere Kämpferin, die kann halt schlittern. Und da könnt ihr euch natürlich vorstellen, das ist ja schon so drauf ausgelegt, dass er natürlich mit dieser Dash-Funktion hier mit dem Ritter gut vorankommt. Und dadurch ist natürlich auch die Kampagne halt bei der weiblichen Charakterin entsprechend natürlich auch anders. Ja, wie gesagt, ein wunderbares Spiel und im letzten Spiel ist auch noch wieder ein Spiel mit einer starken weiblichen Charakter. Und das Spiel heißt Betty Zabella und wie ihr vielleicht oben schon am Cover sehen könnt, ist es so ein bisschen, es nimmt sie nicht selbst ernst. Es ist natürlich so ein bisschen auch auf sexy gemacht, sage ich mal. Da gibt es ja entsprechend ja auch Vampirinnen und Vorbilder und ihr spielt hier eine Vampirin. Und das ist ein Adventure aus der Ego-Ansicht mit sehr, sehr schön gezeichneten Bildern. Wie gesagt, das Spiel ist so ein bisschen ein Horrorspiel, aber diese Art, die sich halt selber nicht ernst nimmt, weil also die Thematik mit Vampiren und sowas ist natürlich so ein bisschen Horror, aber wenn ihr vielleicht hier schon in das Spiel reinschaut, es ist nicht wirklich gruselig. Also, das ist im Prinzip so, sind die Räume hier immer aufgeteilt. Wie gesagt, ihr spielt aus der Ego-Perspektive. Und das ist hier euer Steuerkreuz, wo ihr halt verschiedene Sachen machen könnt. Auch hier, das Spiel ist auf Englisch, es ist natürlich viel Text, ne? Es ist ein Adventure, ist klar, aber es ist alles einigermaßen verständlich. Eure erste Aufgabe ist es halt, ihr seid hier aufgewacht. Hier mit dem Klick nach unten könnt ihr euch umdrehen, damit ihr auch den entsprechenden Raum ins, euch ansehen könnt. Und ihr müsst dann natürlich erst anziehen, ne? Das machen wir natürlich, weil nackt rumlaufen ist nicht, aber wie man sieht, super, super groß bedeckt sind wir jetzt nicht. Das ist aber auch in Ordnung. Und unsere erste Mission ist jetzt erstmal nach unserem Sohn zu schauen. Und ihr seht hier vielleicht so ein bisschen, was so ein bisschen bei dem Spiel so ein bisschen ein Nachteil ist, worauf man sich definitiv drauf einlassen muss, ist die Navigation. Also ich habe mich hier schon oft verlaufen, weil ihr hier wirklich halt mal in den Räumen seid und so ein bisschen... ihr habt zwar da natürlich auch eine Anzeige hier mit den Himmelsrichtungen und so weiter. Und wenn ihr hier drauflegt, habt ihr auch eine Karte. Aber wenn ihr nicht ständig auf die Karte guckt, ihr könnt euch durchaus dann nochmal verlaufen, wenn ihr in neuen Gegenden reinkommt. Das auf jeden Fall. Aber hier gehen wir rein. Hier sehen wir schon, okay, hier, das wird wahrscheinlich das Zimmer des Kindes sein. Und wie gesagt, das Kind sieht irgendwie seltsam aus und will auch einfach nur Blut haben. Okay, seltsam, aber was tun wir nicht alles für unseren Sohnemann? Natürlich holen wir ihm Essen. Und wir gucken einfach mal zurück und zwar gehen wir hier einmal nach unten. Und ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen dasselbe Gefühl habt, wie ich, als ihr dieses Bild gesehen habt. Das sieht verdammt aus wie der Eingangsraum von den Simpsons, oder? Da geht es auch hier rechts, links in das Wohnzimmer und da oben rauf. Und hier haben wir wirklich das Wohnzimmer. Wir gehen natürlich hier erstmal in die Küche, um denen was zu essen zu machen. Hier haben wir dann eine entsprechende Fritteuse zum Beispiel und hier haben wir entsprechend Brot im Kühlschrank. Keine Ahnung, warum man Brot im Kühlschrank lagern soll. Manche Leute machen das ja, finde ich irgendwie seltsam. Jetzt brauchen wir natürlich was zum Draufessen. Und wie ihr seht, bewegt sich hier so ein bisschen was und zwar, da ist eine Maus drin. Ja? Und der Sohn mag anscheinend frittierte Maus. Das können wir natürlich durchaus machen. Und zwar gehen wir denn hier einmal hier in die Abstellkammer und da blinkt es auch schon. Und da können wir hier entsprechende Mausefallen holen. Ne? Natürlich
Nehmen wir da eine von. Und wenn ihr hier auf Start geht, dann seht ihr das ja auch im Inventar. Wie ihr seht, es ist kein großes Inventarmanagement immer nötig. Ihr habt hier zwei Plätze plus hier eure Anstecknadel, die halt entsprechend immer da ist. Können wir uns natürlich nur so ein bisschen hier und da mal umgucken. Ne? Ja, wie gesagt, BHs trägt sie manchmal, aber jetzt gerade nicht. Und deswegen können wir uns glücklich fühlen. Also nehmen wir das also ein bisschen augenzwinkernd. So, also gehen wir natürlich einmal zu der Maus. Da muss ich gerade erstmal selber schauen, wie die ist. Wie gesagt, hier mit der Navigation, das ist manchmal nicht so einfach. So, und zwar klicken wir da jetzt drauf und wir haben die Maus gefangen. Also ihr müsst jetzt auch nicht immer alles kompliziert aus dem Inventar irgendwo drauf anwenden und sowas. Ja, und dann gehen wir natürlich in die Fritteuse, wenn das der Sohnemann so mag. So, und dann können wir hier das an den Brot holen. So, jetzt hat er sein Mäuse-Sandwich bekommen. Und dann gehen wir jetzt hoch. Ich glaube, da geht's hier lang. Ihr seht, ich habe da schon so ein bisschen gespielt. Aber ich verlaufe mich trotzdem ständig. Deswegen, meins vor allem, wie gesagt, man hat hier natürlich hier die Übersichtskarte. Man kann sich so ein bisschen das zusammenreimen. Aber so richtig Bock immer auf die Übersichtskarte zu schauen, hat man ja auch nicht. Und dann können wir ihn natürlich dem Sohnemann hier sein Essen entsprechend geben. Ja, und jetzt hat er auch die nächste Quest für uns. Und zwar braucht er Batterien für seinen Walkman, die im Keller sind. Nach und nach, vorher konnte man ihn jetzt nicht in den Keller rein. Jetzt wird er freigeschaltet. Auch hier alles typisches Point-and-Click-Adventure-mäßiges ja, Vorgehen. Wie gesagt, es ist ein wunderschönes Spiel. Ihr habt schon an der Grafik gesehen, es ist sehr schön gezeichnet. Auch hier kann man wirklich von einem richtigen Indie-Spiel und nicht nur so ein Homebrew-Spiel irgendwie, finde ich, voll von sprechen. $6.66. Es gibt aber auch hier eine Demo, falls ihr euch da mal so ein bisschen reinspielen wollt. Ich kann euch wirklich dieses Mal wirklich alle drei Spiele, die ich hier euch in dieser Sendung vorgestellt habe, wärmstens empfehlen. Und ich hoffe, es war irgendwas dabei, was euch gefallen hat. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Tschüss!